Shalom Aleichem, mit großer Freude und Dankbarkeit an Familie Strasburger. Wir beginnen jetzt eine Reihe von Mishnayot Pirkei Avot von Perush von Rabbi Avraham Shtal. Leilui Nishmat, zu erinnern die liebe Mutter Alea Shalom, Händel, Helen, Bat, Aaron, aber stark. Soll die Mishnah sein, Leilui Nishmata, Pirkei Avot, Kapitel 1, Mishnah 1. Moshe empfing die Lehre am Sinai und überlieferte sie dem Joshua. Joshua den Ältesten, die Ältesten den Propheten, und die Propheten überlieferen sie den Männern der großen Versammlung. Also Moshe Rabbeinu hat empfangen die Tora beim Sinai. Sinai ist der Berg, der demütig und sanftmütig ist. Und die Tora hatte drei Überlieferungen. Von Hashem zu Moshe, von Moshe zu Joshua und die Propheten zu die große Versammlung. Das heißt, die Tora, die wir heute haben, ist schon die dritte Variante von die Tora durch die Überlieferung, durch den Empfang. Diese sprachen drei Lehren aus. Seid bedächtig im Entscheiden, stelle viele Schüler und machte einen Zaun um das Gesetz. Was heißt diese Mishnah? Was haben wir hier zu lernen? Langsam urteilen oder bedächtig beim Entscheidung bedeutet, dass der Richter langsam Entscheidungen trifft. Die ganze Idee von Avot ist, wenn der Papa etwas sagt, einen guten Ratschlag, muss man übernehmen. In Zeit von Milchemet HaShichur in Israel hat man gefunden ein Zivil mit einer Mappe in der Hand und man war sicher, er ist ein Spion, ein Kundschafter in Jerusalem. Und hat man ihm sofort ein Gericht gemacht. Er hat gesagt, ich bin kein Spion, hat man ihn getötet. Nach dem Krieg in aller Ruhe hat man gefunden, es war einfach ein Mensch, kein Spion, und seine Witwe hat bekommen große Abfindung, weil man muss langsam urteilen. Avraham Shtal hat eine besondere Gabe, dass in seine Perush bringt er auch weltliche Sachen und er bringt eine Erzählung von Aristo, dass einmal kam ein Mann nach dem Arbeit nach Hause und er sieht seinen Hund mit Blut im Mund. Und er war sicher, dass er hat sein Baby gebissen. Und er hat genommen eine Axt und er tot getötet den Hund. Und draußen hat er gefunden einen toter Wolf und sein Kind ist am Leben. Also der Hund hat sein Kind gerettet. Muss man langsam Entscheidungen beim Urteil. Also damit soll man nicht schnelle Urteile machen, ohne zu überlegen. Und mach viele Schüler, wie zum Beispiel Rabbi Ovadia Yosef, als er war ein Kind, er musste mit 14 Jahren helfen seinem Papa. Und Chacham Ezra Atiyah hat gesagt, ich bin bereit zu helfen, schick diese Junge zu lernen. Und guck mal, was für eine große Rabbi ist von ihm bekommen. Es war eine Diskussion, ob soll man nehmen jeder oder nicht. Sagt Rabbi Avraham Shtal, es war ein Mann, der ist Reish Lakish und er war der Rosh, der Haupt von den Kriminellen. Und Rabbi Yochanan hat ihn genommen und hat ihn gemacht Gadol Batora. Also muss man wirklich wissen, dass nicht jeden Soldat kann werden ein General, aber wegen die schwache und die mittlere Schüler kann der ganz große noch größer werden. Die kleinen Bäume zünden die große Bäume. Das steht auch von Rabbi Menachem Amiri. Er bringt von Jerome Bronner in Englisch, dass es war einmal ein Dozent in Uni, Naturwissenschaft, und er hat erklärt eine Physik sehr kompliziert. Und er hat gesagt, ich habe das erklärt erste Mal, dass sie haben nicht verstanden, zweite Mal, sie haben auch nicht verstanden, beim dritten Mal habe ich selbst verstanden. Und die dritte Sache, was steht in die Mishnah? Mach einen Zaun über die Tora. Wir wissen nicht, wann ist Shabbat. Aber wir nehmen Shabbat ein bisschen früher.
steht geschrieben, dass Hashem weiß ganz genau, wann ist Shabbat, aber wir machen ein bisschen früher. Am Shabbat darf man nicht Fernsehen gucken, damit soll der Mensch nicht schreiben oder auslöschen, soll er vergessen. Es bringt eine tolle Geschichte, dass in den alten Zeiten war so eine Laterne, steht geschrieben, ein Mensch alleine soll nicht sitzen mit der Laterne, weil er kann vergessen und dämmen oder mehr Licht machen. Rabbi Shmuel saß alleine und er hat vergessen und er hat gemacht, er hat gesagt, wenn Bet HaMikdash wird kommen, werde ich bringen einen dicken Opfer. Also, die ganze Pirkei Avot spricht über drei Sachen zwischen der Mensch und Gott, zwischen der Mensch und anderen Menschen, aber auch um die Neuigkeit im Pirkei Avot, zwischen Mensch und sich. Schkoyach.